Ja, hi, hallo und herzlich willkommen bei Potananda. Habt ihr Lust auf preisgekrönte Alltagsgegenstände, formschöne und innovative Exponate? Dann kommt mit. Wir sind heute unterwegs im Red Dot Design Museum in Essen. Auf geht's! Solar winds, who soar light into firmament, woven, bound eternal in symmetry, somehow a part of me, ageless flame, oldest friend. Supreme, holding all within. What a mystery, this harmony. Formed before time. Das Red Dot Design Museum in Essen. Was ist eigentlich Design? Wir sehen hier jede Menge Alltagsgegenstände und Alltagsprodukte. Jeder kennt sie. Aber hat man es für möglich gehalten, dass das ein Design Award wert war? Natürlich sehen wir ganz bekannte Marken. Und was macht Design? Das ist natürlich Funktionalität, aber auch Identifikation. Es bleibt spannend. Kommt mit. Weiter geht's. Ja, was macht Design aus? Natürlich spielt die Marke oder die Markenbindung hier eine ganz entscheidende Rolle. Und natürlich identifiziert man sich mit einer Marke. Also ist Design natürlich auch von Emotionen geprägt. One with the divine. Der Red Dot Design Award, die Auszeichnung des weltweit größten Designwettbewerbs. Wo sonst als auf dem Gelände des Welterbe-Zollvereins werden auf 5 Etagen und 4000 Quadratmetern 2000 formschöne und innovative Exponate präsentiert, die zuvor als Produkt von einer internationalen Expertenjury ausgezeichnet wurden. Immer wieder werden die Einblicke in die faszinierende Welt des Designs durch Sonderausstellungen ergänzt. Lasst euch inspirieren und kommt mit ins Red Dot Design Museum auf Zollverein und erlebt den Kontrast von alt und neu. Design und Qualität erfahren. Und was ist überhaupt gutes Design? Aktuelle Produktkultur anfassen und ausprobieren erlaubt vor historischer Industriekultur. Alltägliche Gegenstände werden zu unvergesslichen Erlebnissen im Red Dot Design Museum. Eine Ausstellung der besonderen Art. Ausstellungsfläche ist gigantisch und die Exponate sind unglaublich zahlreich und man glaubt gar nicht, was alles Design ist. Ja, man läuft hier von einer Ausstellungsfläche, von einer Nische zur anderen und es gibt kaum ein Produkt, was man wirklich nicht kennt und ich bin immer wieder verwundert, wie produktstark manche Exponate hier dann erscheinen. Haushaltsgeräte, Technik, Gegenstände, Foto-, Video-, Drohnentechnologie, kleine Alltagshelfer, Taschenmesser, Telefone, Mobiltelefone, Hi-Fi, Möbel, also die Liste wird immer länger. Einrichtungsgegenstände.
Gartengeräte, Grills, ach, das nimmt einfach kein Ende. Und ja, solche Sachen sind nicht nur schön, sondern auch noch unglaublich funktionell und natürlich identifizieren wir uns mit dem einen oder anderen Produkt. Klar, das macht die ganze Sache aus. Über 4 Etagen geht's weiter. Wir sind jetzt hier auf der nächsten Ebene, Medizinprodukte, und ja genau, da schlägt mein Herz. Selbstverständlich, kleines bisschen höher, schauen wir uns das Ganze an. So, das war ein wunderbarer Museumsbesuch hier im Red Dot Design auf dem Welterbe Zollverein. Wunderbar, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich nehme jede Menge Eindrücke mit. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Meine Empfehlung an euch, geht hier hin, schaut euch die wahnsinnig große, ganz besondere Ausstellung an und schaut wieder mal vorbei bei Pottananda. Vergesst ein Like und ein Abo nicht, würde mich freuen. Bis bald, euer Schrömi. Ciao.